Picknick. Nehmen wir euch jetzt mal ein bisschen mit nach draußen zum Omega. Den muss ich mal ein bisschen für den TÜV fertig machen. Und zwar hat der unten eine Inkontinenz. Das Automatikgetriebe scheint undicht zu sein. Und ich weiß jetzt nicht wo. Das Problem ist, ich hatte das schon mal gemacht. Also ich hatte schon mal das Getriebeöl rausgemacht und das Getriebe gespült. Und habe dann wieder die Ölwanne ran gebaut. Ne? Weißt ja. Warum auch immer, vielleicht waren die Dichtungen scheiße oder naja, ich habe das nicht richtig fest angezogen oder zu doll angezogen, dass jetzt die Ölwanne verzogen ist oder so eine Sachen. Ich weiß es nicht genau. Ich kann euch das nicht sagen. Das machen wir jetzt mal. Zieht mir mal um. Und dann. Let's go to the garage. Nee, jetzt ist aber gut, jetzt aber raus hier. Also ein bisschen Intimsphäre will ich auch noch haben. Ne? Da, ne? Da ist ja die große Ölwanne, wo zum Beispiel der Filter drin ist. Da, ne? Wurstfinger, ne? Da kannst du eine Wasserwaage ranlegen und dann kannst du gucken, ob das Auto gerade ist. Und da sieht man auch schon, dass das da tropft. Also wenn ihr das sehen könnt, also das ist irgendwie, da muss ich mal genau gucken, wo das herkommt, ob das von oben kommt, weil jetzt läuft ja auch der Wandler leer und alles, ne? Oder ob das wirklich durch dieses Dichtungsmaterial kommt. Sieht ja, wie der Staub hier rumfliegt und das ist eigentlich gar nicht gut, wenn man die Getriebe aufmacht. Und da hängt ein fetter Tropfen dran, ne? Vorne, da ist alles nass. Jetzt gucken wir mal, ob das gerade ist. Ja, das ist es. So, das muss gerade sein. Das ist wichtig. Da seht ihr ja, wie das alles schon nass ist und damit kannst du nicht mehr rumfahren. Ich wechsle auf jeden Fall die Bedendichtung. So, jetzt sehe ich gerade, dass da oben das auch nass ist. Da. Aber da kann das nicht alles rauslaufen. Das lobe ich nicht. Dass das vielleicht undicht hier vorne ist oder so. Ne, verstehst du? Oh, jetzt hat er versucht, alles ein bisschen sauber zu machen. Ne? Und jetzt werde ich mal sehen, wo das rauskommt. Das da oben mal groß sauber gemacht. Die Schraube da, ne? Da zu Anfang auch ein bisschen Schwitze dran war, aber das ist ja nun nicht so wild, sag ich jetzt mal, gewesen. Wo vielleicht was sein könnte, ist das da. Da hast du so ein Schalter, so ein Kontaktschalter, dass es gleich da rauskommt. Das ist ja auch ein bisschen nass, also ich weiß es auch nicht. Und dann hast du natürlich hier oben den nächsten Schalter. So, hier habe ich alles sauber gemacht, ordentlich. Mit Luftdruck abgepustet, dann anschließend. Und dann werden wir sehen. Weil das Ding ist nämlich echt, echt trocken. Das sieht jetzt bloß so nass aus, weil dadurch, dass die Garage so kalt ist und draußen so warm, ne, beschlägt das halt ein bisschen da. Siehst du das? Naja, da ich ja das Ersatzteil immer noch nicht erhalten habe und das hier alles quadernass ist, man sieht das ja, fange ich mal an, das auseinanderzunehmen hier, das abzubauen, die Schaltkulisse oder die Einheit. Und ich weiß immer nicht, was sind das jetzt für Schlüsselgrößen? Das heißt, ich müsste wahrscheinlich noch ein paar Mal hin und her. Siehst du, das ist jetzt 17, das könnte 16 oder sowas sein. Das andere ist, glaube ich, ein 10er, da bräuchte ich einen Steckschlüssel. Da hole ich mir mal jetzt einen 10er Steckschlüssel. Ich weiß nicht, ob du diese Metallkappe abmachen musst hier, aber es könnte sein, weil irgendwo ist hier noch eine Schraube dran. Weil ich will das jetzt abbauen, um das sauber zu machen, um nachher im Endeffekt zu gucken, wo läuft das jetzt raus? Läuft das jetzt wirklich aus dem Ring raus? Weil das ist ja, ich sag mal, quasi fast bis hier und bis da. Und zwar auch auf der zweiten Ölwanne. Und das verstehe ich nicht. Das ist mir zu hoch. Weil von oben auf der zweiten Ölwanne ist direkt Zeug drauf. So, und da ist aber noch ein elektrischer Anschluss. Welche das ist, kann ich euch jetzt nicht sagen. Kann man abmachen hier. Das ist hier bloß rüber geklippt. Oder so Clips. Oh, ich opfer mich voll für euch hier.
So, da hammert, ne? Machen wir ein bisschen sauber und bauen das dann wieder an. So, hier ist nämlich die Schaltwelle, da. Und das geht dann hier rüber in den Fahrgastraum rein, ne? Und da oben hast du halt den Schalter, den Automatik-Wählhebel. So, jetzt kann ich bloß an einer Schraube hängen hier. Da oben ist noch ein Zehner. Also ich da oben hinter. Und da braucht eine, naja, eine verlängerte Nuss. Weil normalerweise sagt man, der Auspuff muss ab, laut Opel, der Auspuff muss ab, das Getriebe muss abgesenkt werden und dann kannst du das abbauen. Aber ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Das geht auch öfter mal kaputt. Da sind so Schleifkontakte drin und das verschleißt dann auch mit der Zeit. Ne? Aber wenn ich mir das so angucke, läuft das bestimmt durch den Simmering. 15er passt nicht, dann habe ich noch einen 16er. 16er, mal gucken. Jo. 16er passt aber rein, Auto. Da oben befindet sich noch eine Spange an der Stelle da, ne? Ob ich die abmachen muss. Darfst du auch nicht verstellen, großartig, weil sonst du den, also du kriegst den Gang nicht mehr rein. Also der steht dann so auf 7:30, aber das kann man hier unten einstellen, das ist kein Problem. Ja, siehst du, wenn man so eine große fette Hand hat, ne, dann hängt die immer davor. So, eine Schraube schon mal ab. Kicken, ob man das runterbewegt kriegen. Oder ob man das bloß nicht kaputt machen. Ich meine, ich habe noch so eine Schaltung da, ne? Aber. Halt bewegt sich. Siehst du das? Ja, kannst du sehen. So, zack. Das ist nicht fein verzahnt, das. Oh, ganz da hinten in der Ecke. Na, da kommen wir schon hin. So, wieder dicke Patschehändchen davor. So, jetzt sollte man das eigentlich hier runternehmen können. Bei allem, was man tut, immer ein bisschen vorsichtig, weil das ist alles so alte Zeug und das kriegst du ohne mehr, ne? Da kannst du vergessen. So, da ist jetzt die Welle und da ist so ein ganz kleiner Ring drin. So, da nehme ich jetzt hier ein bisschen wieder Bremsen rein, ja, und Druckluft und reinige das, ne? Damit ich sehe, wo das herkommt. Ich meine, kann ja dann hier so langlaufen, aber nicht hier rüber springen auf die andere Seite. Ich verstehe es nicht. Hier ist jetzt so ein Stückchen Ring. Das konnte ich da ganz leicht abmachen von der Welle. Also, das ist so groß wie das Loch, wo das immer hinkommt. Vielleicht ist es ja doch da nur an der Stelle und nicht an den elektrischen Kabelführungen, die in die Getriebe reingehen. Gut, Freunde, also hier ist jetzt der kleine O-Ring gekommen. Der ist ganz schön klein und den versuche ich denn jetzt, also verdammt klein, ne? Den versuche ich denn jetzt so mit Schraubenzieher da unten rauszupopeln. Normalerweise schraubst du irgendwie hier eine Schraube rein, bohrst ein Loch, das fast unmöglich. Also es wird wahrscheinlich eine ganz schöne Popelei sein. Als Vergleich, hier ist ein Simmering von der Simson-Kurbelwelle. Also das ist schon ein Unterschied, ne? Den kriegst du ganz easy peasy raus. Bohrst du hier ein Loch rein, Schraube rein und dann zack, rausgehebelt. Das geht bei dem natürlich nicht. So, pass auf. Dieser Stecker da oben. Siehst du das? Da siftet runter und er lüftet da runter und da runter. Und du denkst, dass die Ölwanne undicht ist. Und das ist das Corpus Delicti. Aber ich glaube, um den rauszukriegen und das dicht zu machen, muss ich die Ölwanne abschrauben. Da lüftet richtig runter, siehst du das? Wunderbar. Die sind eigentlich nur so reingesteckt und ich glaube unten mit einer Spange im Getriebe fest. Mehr ist denn aber, da muss ein O-Ring drauf sein, ne?
So, und da lüftet raus und die Triebwelle steht doch so hoch, ne? Deswegen habe ich mir jetzt hier, das will ich nämlich auch noch wechseln. Guck mal, das läuft nämlich auch da, siehst du das? Vorbei. Nach unten. Ist auch alles nass ringsrum. Da ist der Rundring drin und den will ich jetzt rausmachen. Aber vorher muss ich das mit Schleifvlies die Welle schön sauber machen. Die muss nahezu blank sein. Gut, machen wir mal weiter. Ich habe jetzt hier eine Simson-Kerze. Nee, Quatsch. Die erste kleine Ölwanne, die unterkommt, ne? Dafür, bevor ich die anbaue, musste ich ja so ein Teil bestellen hier. Das ist jetzt gekommen aus Amerika. Und ich habe es auch nur da gekriegt. Also diesen Block, 4-Block-Stecker, der in die Triebe unten drin kommt. Hier ist dann auch echt zu beachten, dass auch die Flächen sauber sind hier. Und auch das innen drinne, weil das ist ja ein Automatikgetriebe. Einfach hier mit Bremsen rein, ja, ein bisschen sauber gemacht. Und dann kommt es noch die Dichtung. Die Dichtung nicht mit Dichtmasse einkleben. Also die dichtet dann auch so von ganz alleine ab, ne? Weil wenn du Dichtmasse drin machst, Wenn du Dichtmasse drin machst, dann kann es sein, dass das in die Getriebe reinfällt. Das wird zwar nicht unweigerlich angesaugt, kann aber sein, ne? So. Des Weiteren nehme ich hier die Schrauben. Die habe ich schon mal sauber gemacht, ne? Und mache überall einen Tropfen mittelfeste Schraubensicherungskleber ran, ne? Also das ist auch, glaube ich, original so. An dem Teil ist jetzt hier ein O-Ring dran, ne? Normalerweise gehört hier ein X-Dichtring dran. Ist denn aufgebaut wie so ein X. So und so. Der soll wohl bei höheren Drücken zu mehr Festigkeit sorgen. Hast du ja denn hier normalerweise bei einem O-Ring hast du ja bloß die eine Kante auf der Seite, die anliegt. Ne? Aber bei dem X-Ring hast du denn hier eine Kante und da eine Kante und, ne? Und genauso gleich auf der anderen Seite. Hier ein Punkt und da ein Punkt. Und damit ja, hast du eine höhere Dichtigkeit. Ne? So, das ist jetzt hier nicht so, aber es wird schon dicht werden. Die Amis werden sich schon was dabei denken. So, hier ist jetzt dieser Stecker. Ne? Der muss ja von oben wieder rin hier. Als allererstes ist mir bei dem anderen das abgebrochen und das. Und dann nachher das beim Raus. Also als allererstes ist mir das hier abgebrochen, weil du hast keine Weichmacher mehr drin. Ne? Das ist klar. So, dann haben wir ein bisschen Öl ran hier. Öl haben wir ja noch ein bisschen. Gott sei Dank an diese Dichtung hier. Und dann stecken wir die von oben durch, den Stecker. Ich will ihn ja auch nicht kaputt brechen. Der hat ja schließlich den langen Weg über den Ozean gemacht, ne? So, ich glaube, jetzt ist er drin. Hast du gehört, wie die knallt hat, ne? Du musst ohne Spannung und ohne alles muss da drauf gehen. Da. Ich glaube, das war hier so zwischendurch. Zack, siehst du? So, das ist erstmal das. Jetzt nehme ich mir Bremsen rein ja, und mache das hier schön sauber. Und puste das hinterher ab und dann kommt die Ölwanne drauf. Wahnsinn. So, jetzt kommt die Ölwanne angeflogen. Schraubensicherungskleber und machen jeden einzelnen Schraube einen kleinen Tropfen dran. So, mehr nicht. Und das machen wir jetzt ringsrum. Und ganz wichtig ist, die Schrauben hier, die müssen alle leicht ringe Schrauben gehen. Also nicht eine Seite doller anziehen wie die andere, sondern alles schön gleichmäßig. Ne? Sonst verbiegt sie diese Metallkonstruktion. So, die Wanne ist jetzt dran. Ne? Oben der Stecker ist da drauf.
So, alles schön mit 9 Newtonmeter, wie gesagt, da angezogen und immer schön gleichmäßig ringsrum. Also nicht erst eine Seite anballern, ich sag mal so wie beim Zylinder und so, ne? So, das ist jetzt erledigt. Jetzt haben wir noch hier oben das Thema Simmering. Da hängt ein Simmering drin, ein kleiner. Und ich weiß leider nicht, wie ich den rauskriegen soll. Ich weiß nicht, ob ich da mit Schraubenzieher irgendwie popeln kann oder so. Ich hab, wenn die Dinger kaputt gehen, ist ja egal, ne? Wenn arg so dick ist, der auch nicht, der Simmering. Du kannst auch nicht kloppen hier oder sonst irgendwas. Du musst einfach versuchen, dazwischen zu kommen mit irgendwas. Und den werde ich jetzt versuchen, hier rauszupopeln. Und ich muss natürlich aufpassen, dass ich hier den Sitz des Simmerings nicht beschädige, ne? Sonst hast du die Brille auf. Dann schiebe ich erst die Welle rein, mach die so fest und dann kommt der Simmering auf und den muss ich dann mit irgend, muss ich mir was bauen, so ein kleines Röhrchen oder so, wo ich den kloppen kann. Na, wenn ich jetzt erst den Simmering drin mache und schiebe dann die Welle auf, das wird nichts. Und dann kommt hier an der Stelle wieder so ein Federsplint oder wie das Ding heißt drin. Ich habe mir jetzt hier was gebastelt. Und zwar habe ich mir jetzt hier eine Imbusschlüssel ein bisschen abgesägt. Ne? Der ist ja den winklig da vorne. Und habe mir das mit der Grippzange ein bisschen. Und da versuche ich jetzt mal hier. Ich habe schon mal ein bisschen probiert, ne? Einen Simmering zu ziehen. Den alten. Weil du kannst dahinter fassen. Das passt schon irgendwie. Der muss. Der kommt bestimmt. Also da bin ich mir sicher, weil der ist schon ein Stück raus. Das ist aber auch eine Fummelei, mein lieber Scholli. Aber das bewegt sich schon da draußen. Also, wenn du dir das so anguckst, ne, vorher, das war nicht so gut, ne? Ja, und der Sitz sieht ungut aus. Also da habe ich jetzt nicht weiter großartig beschädigt. An der Außenkante geht man immer mit Schmirgelpapier lang, beziehungsweise mit Juckmatte. Und dann ist er doch gut. So, gereinigt habe ich alles. Jetzt habe ich hier die Welle. Und die Welle muss hier wieder rein. Und das geht ein bisschen schwer. Dazu muss ich die Triebe ein bisschen wegdrücken mit dem Hebel. Ging schon ein bisschen schwer raus, also wird wahrscheinlich auch ein bisschen schwer hingehen. Ja, jetzt kommt es. Das kommt, geht rein, ne? Also, geht schon rein, ne? Aber eben langsam halt, ne?